Herzlich willkommen zur Hessenschau an diesem Mittwoch. Die Tage vor Weihnachten sind für sehr viele stressig und für viele auch aufregender als erwünscht. Bei VW Baunatal gab es heute eine Betriebsversammlung mit vielen Themen. Einstellungsstopp, technische Probleme, viele Veränderungen im Unternehmen. Ja, das ist ein Vorgeschmack auf die große Jubiläumsshow des internationalen Reitturniers in der Frankfurter Festhalle. Wir sind heute Abend live dabei und machen auch Lust auf die nächsten Tage. Einen verheerenden Brand gab es gestern Abend in einem Wohnhaus in Offenbach. Zwei Menschen sind gestorben, darunter auch ein Kind. Drei Überlebende sind schwer verletzt, Betroffene sind traumatisiert. Nachbarn geschockt. Und auch für die Feuerwehr war das ein sehr schwieriger Einsatz. Es war wirklich gefährlich. Heute am Tag 1 sind noch ganz viele Fragen offen und die Ursachenforschung hat auch erst begonnen. Mit Wärmebildkameras werden heute Morgen immer noch einzelne Glutherde gesichtet und dann gelöscht. Gestern Abend brennt das Hinterhaus in der Geleitstraße in der Offenbacher Innenstadt schon lichterloh, als die Feuerwehr gegen 17.30 Uhr dort eintrifft. Rasend schnell hat sich das Feuer über die drei Etagen ausgebreitet. Für die Feuerwehr ein sehr schwerer und gefährlicher Einsatz. Aufgrund der Gegebenheiten konnte der Löschangriff nur über tragbare Leitern vorgetragen werden. Eine Person konnten wir leider nicht retten. Die musste zurückgelassen werden, weil die Hitzeentwicklung so groß war, dass sich die Einsatzkräfte zurückziehen mussten. Von den umliegenden Häusern aus filmen Menschen in Brand und den riskanten Rettungseinsatz der Feuerwehrleute im Hinterhof und stellen die Videos ins Internet. Vier Menschen kann die Feuerwehr aus dem brennenden Haus retten, doch einer davon, ein dreijähriger Junge, stirbt noch gestern Nacht im Krankenhaus. Ein 14-jähriger Junge und zwei Frauen im Alter von 40 und 45 Jahren überleben schwer verletzt. Heute untersuchen Statiker die einsturzgefährdete Ruine, um zu klären, ob das Haus überhaupt betreten werden kann. Treppenhaus und Dach sind von den Flammen schwer beschädigt. Kein einfaches Unterfangen. Die Herausforderung ist zum einen, an das Gebäude heranzukommen, weil es ein Hinterhaus ist mit einer sehr engen Hofdurchfahrt. Wir reden hier von einem Gebäude aus der Jahrhundertwende. Das heißt, wir haben neben den Stahlträgern, die verbaut sind, enorm viel Holz verbaut, was natürlich eine große Brandlast darlegt. Ja. Erst danach dürfen Mitarbeiter des technischen Hilfswerks vorsichtig in das Haus, um das letzte Brandopfer zu bergen. Eine Obduktion soll die Identität klären. Für die Angehörigen und Bewohner der angrenzenden Häuser furchtbar. Wir haben wie gestern Abend schon frühzeitig ein Betreuungskonzept eingerichtet, wo auch die Angehörigen des verstorbenen Kindes mit einbezogen worden sind. Und natürlich haben wir da auch seitens der Polizei psychologisch geschultes Personal, was uns hier unterstützt, um hier adäquat auch die Leute zu betreuen. Die unmittelbaren Anwohner wurden gestern Abend evakuiert und von der Stadt anderweitig untergebracht, bis die Feuerwehr das Gebäude wieder freigibt. So eine Situation ist auch in einer Großstadt wie Offenbach kein Alltag. Das haben wir ganz selten, dass Menschen bei einem Brand auch umkommen. Und dann sind meine Gedanken natürlich bei all denjenigen, die jetzt überlebt haben, den Hinterbliebenen, den Verwandten dort, die einen ganz dramatischen Verlust erlitten haben. Diesen Menschen gelten meine Gedanken und auch mein Beileid. Die Polizei sucht noch nach Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Brandes beitragen können. Denn über seine Ursache weiß man noch nichts. Die Bundesregierung hat ja gerade eine Klatsche bekommen vom Bundesverfassungsgericht, weil sie Corona-Gelder einsetzen wollten zum Kampf gegen den Klimawandel. Das geht nicht und war großes Diskussionsthema, aber auch hier in Hessen. Da gibt es eine Klatsche für unsere Landesregierung. Hessens Verfassungsgericht hat nämlich entschieden, ein Politiker darf nicht bestimmen, wer Chef der Polizeiuni wird. Wie schön das war vor einem Jahr für CDU-Innenminister Beuth. Zur Gründung der Hochschule hatte er den Präsidenten noch selbst ausgewählt. Jetzt sagt Hessens oberstes Gericht, das geht so nicht. In der freien Lehre habe ein unabhängiger Senat das Präsidium einer Uni zu bestimmen und nicht ein Minister. Der Staatsgerichtshof bemängelt: Damit fehlt es an einer verfassungsrechtlich gebotenen, ausreichenden Mitwirkungsmöglichkeit des Senats. Denn das Ministerium ist bei einer derartigen Abberufung alleine entscheidungsbefugt.
Im Prestigeprojekt Höms fusionierte die Verwaltungs- und Polizeihochschule mit der Polizeiakademie sowie der zentralen Fortbildung des Innenministeriums. Und dessen Chef kann bisher den Hochschulpräsidenten erwählen und nach Gutdünken abberufen. Ist die Höms also eine unabhängige Hochschule oder ist sie eine Polizeikaderschmiede ganz auf Linie der CDU? Zumindest fehle es an unabhängiger Wissenschaft, fanden SPD und FDP. Sie hatten die Klage beim Staatsgerichtshof eingereicht. Die Freien Demokraten sind mit dessen Beschluss heute zufrieden. Hochschulfreiheit, ist Wissenschaftsfreiheit, ein extra Grundgesetzartikel. Den kannst du nicht einfach als Minister aushebeln. Und das muss jetzt in vielen kleinen Arbeitsschritten abgearbeitet werden. Ich bin froh darüber, dass die Wissenschaftsfreiheit über die Diktatur des Ministeriums gewonnen hat. Es ist der nächste Verfassungsbruch der scheidenden schwarz-grünen Regierung. Der Staatsgerichtshof hatte schon das Corona-Sondervermögen und die Beamtenbesoldung kassiert. All diese Klagen hatten FDP und SPD angestrengt. Die Sozialdemokraten aber sind heute erstaunlich ruhig. Sicherlich auch, sagt FDP-Mann Hahn, aus Sorge vor der CDU. Schließlich wolle die SPD in den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen nicht unangenehm auffallen. Ach, da lächle ich drüber. Ich habe den Kollegen der SPD schon am Rande der Plenarsitzung diese Woche gesagt, Freunde, dann feiern wir halt den Sieg alleine, wenn ihr jetzt in eine Loser-Koalition herein wollt. Nein, Spaß beiseite. Ich kann es verstehen, aber Sie können auch stolz darauf sein, dass Sie die Wissenschaftsfreiheit mit uns gemeinsam erobert haben. Innenminister Beuth übrigens hat heute auch keine Zeit für ein Interview, pocht schriftlich darauf, dass es nur teilweise eine juristische Niederlage sei. Die Vereinigung von Hochschule, Polizeibehörde und zentraler Fortbildung unter einem Dach wurde anerkannt. Für die beanstandeten Normen werden sich zielführende Lösungen finden. Peter Beuth muss sich darum aber nicht mehr sorgen. Er verabschiedet sich aus der Politik. Hier im Innenministerium muss dann jemand anderes aus der wohl schwarz-roten Koalition am Gesetz nachbessern. Dafür hat das Gericht ein Jahr Zeit gegeben. Und von der Landeshauptstadt Wiesbaden geht's jetzt zurück nach Frankfurt. Im Fall der besetzten ehemaligen Druckerei Donndorf in Frankfurt sind Gespräche zwischen der Universität und den Aktivisten vorerst gescheitert. Jetzt kommen die Nachrichten mit dir, Martin. Die Besetzer und Besetzerinnen lehnten einen Aufruf zur freiwilligen Räumung ab. Man werde bis auf Weiteres in dem Gebäude bleiben, sei aber offen für weitere Gespräche, so eine Sprecherin. Die Hochschule hatte die Aktivisten aufgefordert, das Gebäude bis heute Nachmittag zu verlassen. In Bad Nauheim ist am Nachmittag ein Rollstuhlfahrer von einem Kleinlaster erfasst und tödlich verletzt worden. Der Laster wollte offenbar in eine andere Straße abbiegen und übersah offenbar dabei den Rollstuhlfahrer. Die 81-jährige Ehefrau hatte ihren 87-jährigen Mann im Rollstuhl gerade über die Straße geschoben, als er vom Kleinlaster erfasst wurde. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, um zu klären, warum der Lasterfahrer den Mann übersehen hat. Auf der B454 im Kreis Marburg-Biedenkopf gab es gestern Nacht einen tödlichen Verkehrsunfall. Ein 29 Jahre alter Autofahrer kollidierte zwischen Stadt Allendorf und Neustadt mit einem LKW, als dieser nach links zu einem Autohof abbiegen wollte. Der Autofahrer hinter ihm fuhr dann fast ungebremst auf den LKW auf und starb aufgrund seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die B454 war bis in den Vormittag gesperrt. 5 Städte mit Kaufhäusern des insolventen Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof erhalten Geld vom Land. Mit der finanziellen Förderung sollen die Kommunen die Gebäude für eine andere Nutzung umbauen können. Hanau, Limburg, Offenbach und Wiesbaden erhalten je 650.000 Euro, Darmstadt 500.000 Euro, so das Wirtschaftsministerium. Und soweit erstmal die Nachrichten. Christine bleibt aber beim Thema Galeria. Ja, da hast du absolut recht, Martin. Standorte sind schon dicht gemacht worden. Und in Kassel, da ist das Bangen der Mitarbeiter groß. Die Belegschaft von Galeria Kaufhof hat ja schon einiges mitgemacht. Einige Pleiten, jetzt auch wieder eine, nämlich die der Muttergesellschaft. Und auch die Kunden fühlen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ausgerechnet diejenigen, die sie gerade beim Geschenke kaufen, fürs Weihnachtsfest beraten, haben vielleicht selbst gar keine schönen Weihnachten. Das ist auf jeden Fall komisch, ungewohnt, wenn da nichts mehr ist. Das ist schon seltsam. Die haben schon ein echt gutes Sortiment.
Also ohne wäre es wahrscheinlich, würde was fehlen auf jeden Fall. Die Mitarbeiter sind sehr freundlich und nett. Das finde ich schade, das wäre ein Verlust für Kassel. Sollen sie Amazon dicht machen und nicht hier. Amazon ist Lagerverbrauch. Und hier verbrauchen die Menschen, hier verdienen die Geld. Galeria in Kassel. Das Kaufhaus ist regionaler Magnet mit einem Kundenkreis von rund 1 Million Menschen aus Stadt und Umland. Zuletzt wurde ihr 2021 nach Insolvenz und Pandemie modernisiert. Ein Neustart, der jetzt durch die Pleite des Investors Siegner gefährdet wird. Keine schöne Weihnachtszeit für die Beschäftigten. Wer die tut, was geht, sich mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuschließen und für deren gute Arbeitsplätze auch einzustehen. Und wenn wir wollen, dass Innenstädte weiterleben, dann braucht es genau dort auch die Kraft. Auch die Stadt Kassel hat investiert in ein regionales Konzept. Neben Postfiliale und Reisebüro soll auch ein Servicepoint der Stadtverwaltung im Kaufhaus Kundschaft anziehen. Es wäre äußerst bedauerlich, wenn diese neuerliche Insolvenz auch Konsequenzen für den kürzlich erst modernisierten Kasseler Standort hätte. Der Galeria-Konzern hat hohe Summen in Kassel investiert. Von daher sollte der Erhalt des Standorts Kassel auch für die Galeria-Gruppe höchste Priorität haben. Für die Vereinigung der City-Kaufleute in Kassel kommt die Insolvenz in der Umbauphase zur Unzeit. Das kann durchaus auch passieren, dass so ein Prozess dann eben nicht erfolgreich ist. Und ich will es mir gar nicht vorstellen, auch wegen der Menschen, ne, die hier arbeiten. Das sind viele Arbeitsplätze und das ist für mich ein wirklich ganz wichtiger Bestandteil von unserer Innenstadt. Ein wesentlicher Garant für den Fortbestand von Galeria in Kassel ist laut Gewerkschaft Verdi ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. Das Bangen der Beschäftigten und der Kunden geht also vorerst weiter. Ja, und auch bei VW in Baunatal sind viele Mitarbeitende ja angespannt in der Situation. Es liegt einiges an. Heute war Betriebsversammlung. Einsparungen sind da die Rede von Einschnitten, sind auch schon intern angekündigt worden. Und dann auch noch technische Probleme in der Fertigungsstraße für Elektromotoren. All das heute Thema auf dieser Betriebsversammlung. Es schwirrte also bei einigen ganz schön viel in den Köpfen rum. Dringende Aufklärung also erwünscht. Früh am Morgen im Volkswagenwerk in Baunatal. Die Anspannung ist spürbar bei mehr als 6.000 Mitarbeitern. Sie sind gekommen, um sich bei der Betriebsversammlung über die Zukunft des Unternehmens zu informieren. Viermal im Jahr laden Betriebsrat und Werksleitung zu einer solchen Versammlung ein. So spannend wie dieses Mal war es aber selten. Das ist eigentlich der einzige Anker hier in so einem Jahr, wo man wirklich alles erfährt, weil meistens ist dann immer Flurfunk oder so Gerüchte oder vieles auch aus der Presse, was dann durchgesteckt wird, was dann nur halbgar ist. Und hier wollen wir halt ein bisschen die ganze Geschichte, also die Hintergründe erfahren und das finde ich einfach eine gute Plattform dafür. Ne? Der Konzern, aber auch das Werk in Baunatal befinden sich derzeit in einem Umbruch. Ein Hauptthema bei der Betriebsversammlung: VW möchte im kommenden Jahr effizienter werden und dabei auch Mitarbeiter einsparen. Allgemeine Stimmung jetzt gerade, auch wirtschaftlich, ist alle sehr unsicher und alle so ein bisschen auf kurzer Zündschnur, also alle so ein bisschen angespannt. Wir warten halt auf das Ergebnis von der Betriebsversammlung, was dabei rauskommt und ob wir da Näheres erfahren. Konkret wird es wegen der laufenden Verhandlungen heute aber noch nicht. Grundsätzlich seien alle VW-Mitarbeiter von der Umstrukturierung betroffen. Wo und wie viele Angestellte nächstes Jahr vielleicht gehen müssen, will hier aber noch niemand sagen. Der Austausch sei trotzdem konstruktiv. Es gibt jetzt möglicherweise eine Verzögerung, aber das muss ja nicht gegen die Qualität der Verhandlungen sprechen. Im Gegenteil, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit einem ordentlichen Ergebnis spätestens am Anfang des Jahres auf die Belegschaft zukommen werden. Zumindest eines ist klar. Für das erste Quartal seien bereits jetzt alle Stellen gesichert. Es werde sogar über Zusatzschichten verhandelt. Aber die Personallage ist nicht das einzige Thema, das VW in Baunatal derzeit beschäftigt. Denn auf der Produktionsstraße für die E-Motoren kommt es seit Wochen zu technischen Problemen. Nur etwa 20-30% der eigentlich gewünschten Motorenzahl konnte bisher gefertigt werden. Das ist natürlich kein schöner Zustand. Und genau deshalb arbeiten ja alle daran, inklusive Unterstützung von unserem Vorstand, Herrn Schmall, der heute auch hier vor Ort ist, dass wir das gemeinsam auf die Spur kriegen. Die Werksleitung sieht also immerhin einen positiven Trend. Genaue Zahlen zu den Motoren will sie aber heute nicht nennen. Wie es mit dem Personal ab Mitte 2024 weitergeht, wird erst Anfang des Jahres absehbar sein. Zumindest der Standort sei durch eine Investition von mehr als 1 Milliarde Euro gesichert.
Startpunkt vom Norden Hessens geht es jetzt zurück ins Rhein-Main-Gebiet. Kommt doch bald wieder eine Mainfähre zwischen Maintal, Dörnigheim und Mülheim. Nochmal Nachrichten mit dir, Martin. Eine Mehrheit in der Maintaler Stadtverordnetenversammlung beschloss einen entsprechenden Antrag für eine Wiederaufnahme des Fährverkehrs. Nun soll der Magistrat auf die Stadt Mülheim, den Main-Kinzig-Kreis und den Kreis Offenbach zugehen, um eine Neuauflage des schwimmenden Nahverkehrs auszuloten. Seit 2017 ist der Fährbetrieb mit einem kurzen Intermezzo 2019 dort eingestellt, weil der Betrieb nicht wirtschaftlich war. Die Frankfurter Virologin Professor Sandra Ziesek ist in Wiesbaden für ihr bedeutendes Wirken während der Corona-Pandemie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Überreicht hat die Auszeichnung Sozialminister Kai Klose in Vertretung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Klose betonte in seiner Laudatio ihr bahnbrechendes wissenschaftliches und beispielhaftes gesellschaftliches Engagement. Gemeinsam mit ihrem Berliner Kollegen Professor Christian Drosten war Sandra Ziesek unter anderem durch den ARD-Podcast Das Coronavirus-Update bekannt geworden. Die derzeitige Krankheitswelle mit Corona und Grippe und RSV in Hessen macht auch vor den Schulen nicht Halt. Schulen aus dem Lahn-Dill-Kreis und dem Kreis Limburg-Weilburg berichten laut Schulamtssprecher Dirk Fredel von hohen Krankenständen bei Lehrern und Lehrerinnen. In Einzelfällen hätten Schüler und Schülerinnen höherer Jahrgangsstufen sogar für einen Tag in den Distanzunterricht wechseln müssen. Ob Sprudelhof, Gradierbauten oder Trinkkuranlage, Bad Nauheim hat als Kurstadt einiges zu bieten und ist ab heute sogar um eine weitere Attraktion reicher, einen Heilwald. Am Mittag wurde der sogenannte Heilwald eingeweiht. Er ist der erste seiner Art in Hessen und bietet verschiedene Erholungszonen wie ein Waldbadezimmer oder einen Barfußpfad. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema Stressbewältigung. Die insgesamt 12 Stationen des Heilwaldes wurden in Zusammenarbeit mit den Bad Nauheimer Kliniken entwickelt. Und soweit die Nachrichten. Weiter geht's jetzt wieder mit dir, Christine. Ja, danke schön, Martin. Weihnachten rollt wieder auf uns zu. Und na klar, es ist die große Päckchenzeit. Und das war sie auch schon zu Beginn der Hessenschauzeit 1963. Da haben wir berichtet über die Flut von Päckchen bei der Frankfurter Post. Da war gerade die vierstellige Postleitzahl eingeführt worden. Es gab alle Hände voll zu tun. Ja, wie hat sich denn dieser Paketwahnsinn weiterentwickelt bis zum heutigen Tage? Dieser Frage geht unsere Reporterin Nora Enz nach und öffnet Türchen Nummer 13 in unserem Hessenschau-Adventskalender. Unser heutiges Adventskalendertürchen führt uns in eines der größten Paketzentren von ganz Deutschland. Wir sind in Obertshausen. Hier sieht es ein bisschen anders aus als noch vor 60 Jahren. Und eine, die das hier alles im Griff hat, das ist Michelle Rieger. Hallo. Hallo. Hier geht es ganz schön ruhig eigentlich noch zu dafür, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, es geht ganz schön rasant auf Weihnachten zu. Ja. Was sagen Sie denn so zum Thema besinnliche Weihnachtszeit? Ja, die ist natürlich hier ein bisschen anders. Also der Dezember ist sehr geprägt um ein starkes Paketgeschäft und natürlich immer erfolgreiche Abschlüsse pro Tag. Aber ein besinnliches Weihnachtsfest ist natürlich dann hauptsächlich ab dem 24. mit der Familie zusammenzusitzen. Das ist doch schön. Schauen wir uns doch mal an, wie das vor 60 Jahren ausgesehen hat. Wir haben hier das Archivfilmchen mitgebracht. Es wurde schon appelliert, frühzeitig abzugeben. Ja. Sehr wichtig. 20 Tage vor dem Weihnachtsfest herrscht in allen Postämtern wieder Hochbetrieb. Allein in Frankfurt werden Tag für Tag rund 200.000 Pakete und etwa 140.000 Päckchen auf den Weg gebracht. Dafür hat die Oberpostdirektion Frankfurt nahezu 4.000 Bedienstete eingesetzt. Was hier auffällt, ist, dass es eine ganze Menge mehr Menschen am Band sind. Definitiv, ne? Ja. Also das fällt wirklich auf, gerade wenn man sich jetzt hier umschaut, die ganze Technik. Man merkt wirklich, dass sich da einiges getan hat und eben nicht mehr so viel Manpower braucht. Gerade wenn ich mir jetzt die Zahlen anhöre, das ist schon bewundernswert. Auf dem Frankfurter Messegelände bewältigen etwa 350 Menschen täglich 80.000 bis 90.000 Paketsendungen. Wie sieht es hier aus jetzt in der Weihnachtszeit? Ja, wir haben jetzt so um die 750 Mitarbeiter, aber können bis zu 700.000 Sendungen am Tag bearbeiten. Duha! Ja. Okay. Aber die Paketwagen haben wir gesehen, die gibt's noch, ne?
Ja, allerdings ist jetzt alles ein bisschen moderner und ein bisschen handlicher gemacht. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Packen Sie selbst Postpaketchen? Doch, auf jeden Fall. Ich finde, es hat irgendwas, wenn die persönliche Note da noch so ein bisschen dabei ist. Und macht mir immer sehr viel Spaß, gerade so persönlich noch was mitzugeben. Also, noch bis zum 20. Dezember, aber dann ist wirklich allerletzte Eisenbahn, können die Pakete losgeschickt werden, damit sie noch am 24. unterm Weihnachtsbaum landen. Ja, danke schön, Nora, für diesen Tipp. Hier gibt es noch einen weiteren, wenn Sie Lust haben, vor Weihnachten noch was Tolles live zu erleben. Es gibt ab jetzt in Frankfurt das internationale Reitturnier in der Frankfurter Festhalle. Ja, die Crème de la Crème der besten Dressur- und Springreiter ist dort zu sehen. Tolle Pferde gibt es zu bewundern und auch noch eine Jubiläumsshow heute Abend live. Wir sind gleich dabei und bekommen jetzt aber erstmal einen Vorgeschmack darauf. Was genau gezeigt wird, das wurde bis zuletzt geheim gehalten. Doch das ist die Generalprobe für einen von 10 Programmpunkten der Jubiläumsshow. Zum 50. internationalen Festhallenreitturnier 1955 fand es zum ersten Mal statt, organisiert von Fritz und Liselotte Linsenhoff, die selbst startete und in der Dressur gewann. Ihre Tochter Ann-Kathrin Linsenhoff hatte ihren ersten Auftritt in der Festhalle 12 Jahre danach. Als Schleifenmädchen. Also da fuhr man mit einer kleinen Kutsche rein. Ich war ganz stolz. Ich hatte dann den Korb mit den Schleifen, die dann den Pferden dann angehängt wurden sozusagen. Ja, ich hatte da eine kleine Aufgabe sozusagen. Ja. Eine Aufgabe bei einem Turnier, das immer bedeutender wurde. Hier ein weiteres Fundstück aus dem HR-Archiv. Während die ersten Pferde schon geprüft werden, stehen die meisten ihrer Kollegen noch friedlich kauend in den Boxen, die in den Messehallen errichtet worden sind. Und wer auf sich hält, hat seinen eigenen Friseur mitgebracht. Eine Stallwache schläft in der Ecke. Es ist gar nicht so einfach, ein so großes Turnier zu organisieren. Ja, wie Sie sich vorstellen können, unterscheidet sich eine pferdesportliche Veranstaltung natürlich von allen anderen dadurch, dass wir nicht nur für den Sportler, sondern eben auch für das Pferd zu sorgen haben. Und das bringt auch im Gesamten natürlich viel Vorbereitung mit sich. Was natürlich auch für heute gilt. Doch mit ihrem Stiefsohn Matthias Alexander Rath hat Ann-Kathrin Linsenhoff hier einen echten Profi an ihrer Seite. Er selbst, erfolgreicher Dressurreiter, bereitet heute den Boden für seine Kollegen. So auch für Thomas Wagner aus Bad Homburg, der beim Festhallenreitturnier schon mehrere Wettbewerbe gewonnen hat. Natürlich ist man unheimlich stolz, sage ich jetzt mal, als heimischer Reiter hier in der Frankfurter Festhalle dran teilzunehmen. Und man hat natürlich hier unheimlich viele Freunde, Familie, die hier in den Rängen mitsitzen. Also daher ist es hier als Reiter schon was ganz Besonderes, hier am Start sein zu dürfen. Für viele Reiter einer der schönsten Termine des Jahres. Der Auftritt im besonderen Flair der weihnachtlich geschmückten Festhalle. Wenn ich da diese vielen, vielen glücklichen Gesichter sehe, ob das Besucher sind, Reiter sind, Reiterinnen, alle, die kommen, dann hat man es geschafft. Und das fängt eigentlich gleich am Anfang an. Derjenige, der kommt, und wenn er sich freut, ist gut. Und das ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Show. Die Generalprobe ist absolviert, inklusive Licht- und Soundcheck. Es kann also losgehen. 40.000 Tickets sind bereits verkauft, doch ein paar freie Plätze gibt es noch. Ja, und wir wollen doch mal reinlunsen in diese große Geburtstagsparty, die so seit einer knappen Stunde am Laufen ist. Ariane Wick, du bist vor Ort. Wie wird denn dieser 50. gefeiert? Sehr, sehr stimmungsvoll. Also fast 3.000 Besucher beobachten gerade, was hier in der Festhalle passiert. Sylvie mit ihren vielen Pferden aus Belgien. Und insgesamt hat sie irgendwann, glaube ich, auch 8 hier. Das nennt sich Freiheitsdressur. Sie kam auch eben auf einem Pferd reingeritten, hatte kein Zaumzeug und gar nichts. Und das ist eben diese Harmonie, diese Verbindung
zwischen dem Pferd und dem Menschen. Also das sieht man hier sehr eindrucksvoll und veranstaltet wird das ja vom Turnierstall in Kronberg im Taunus, besser bekannt auch das Gestüt Schafhof. Und Ann-Kathrin Linsenhoff hat auch eben die Besucher alle begrüßt, die Mama. Und jetzt ist Matthias Rath bei mir. Seit 2019 leiten Sie ja dieses internationale Festhallenreitturnier in Frankfurt, so kurz vor Weihnachten. Aber jetzt zum ersten Mal so eine Gala. Wie fühlt sich das ganz persönlich für Sie an? Ja, uns macht es wahnsinnig viel Freude, heute so viele Menschen hier in der Halle begrüßen zu dürfen. Das 50. Jubiläum ist natürlich ein wunderschöner Anlass, mit so einer Galashow, mit so einer Jubiläumshow anzufangen. Es hat in der Vorbereitung schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wenn man jetzt die Stimmung hier in der Halle sieht, die Atmosphäre, die Menschen, das ist einfach fantastisch und macht unglaublich viel Spaß. Ja, und das Turnier ist auch noch hochwertiger geworden, denn das Springen hat einen 4. Stern. Und damit ist das das einzige Hallenspringturnier in Deutschland, das sozusagen mit 4 Sternen unterwegs ist. Das heißt, die Preise sind hochwertiger, die Hindernisse sind höher, anspruchsvoller. Und es geht ja auch um Punkte für Olympia. Wie kann man sich das vorstellen, jetzt die nächsten 4 Tage? Wie viele Nationen, wie viele Pferde, wie viele Reiter sind hier am Start? Ja, es ist unglaublich vielfältig. Wir fangen morgen erstmal an mit dem Hessentag, mit dem regionalen Tag. Und dann sind Freitag, Samstag, Sonntag Reiter aus über 20 Nationen hier am Start. Knapp 100 Reiter mit über 200 Pferden. Und ja, es ist einfach eine tolle Atmosphäre unter den Reitern und dann auch hier in der Festhalle. Ja, das glaube ich. Hessentag haben Sie angesprochen. Das heißt, es geht natürlich auch um den Nachwuchs. Hessische Reiter und hessische Schulen sind morgen hier. Genau, morgen ist, wie eben schon gesagt, der Hessentag. Nachwuchsreiter sind hier, Reiter aus der Region. Und morgen Abend dann der Schauwettkampf der Reitvereine, wo viele junge Leute dabei sind und sich ganz kreativ etwas ausgedacht haben. Und ja, ich glaube einfach inzwischen schon eine Tradition, dass wir es Donnerstagabend hier in der Festhalle haben. Also das wird morgen auch nochmal ein ganz toller Tag. Und ich weiß, dass er am liebsten auf sein Pferd gestiegen wäre, mitgeritten wäre, aber man kann halt nicht beides machen. Morgen geht es dann los ab 8 Uhr, immer bis abends, bis Sonntag. Man kann sich Abendtickets besorgen oder Tagestickets. Das fängt so ab 12 Euro an. Der Samstag ist tatsächlich schon ausverkauft. Und hier noch diese wunderbare Gala mit den Pferden. Vorweihnachtliche Stimmung mit Pferdeduft. Genau das Richtige für mich. Das glaube ich dir gerne, Ariane. Ja, schöne Bilder waren das hier von der Frankfurter Festhalle. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Um 17:45 gibt es nochmal die späte Hessenschau. Schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut. Und jetzt kommt Tim Frühling.